Hallo, mein Name ist Werner Thoma. Ich möchte euch eine meiner neuen Techniken, Spieltechniken der rechten Hand zeigen und auch gleich, wie ich dieses Hilfsmittel, ich zeige das euch mal, so schaut es aus. Das ist ein normaler Jim Dunlop Zucchi, nennt sich das Daumenring. Also im Original schaut ja so aus, so, beziehungsweise die größere Version, aber wie ist jetzt alle? Hier ist also so ein ganz normaler Daumenring, standardmäßig, also beziehungsweise L-Größe, also weil mein Daumen relativ dick ist, deswegen brauche ich Maximalgröße. Mit diesem Gerät spiele ich und habe das also umgebaut, so dass es haargenau so in den Fingern liegt, wie normalerweise mein Black, also mein Schlagblättchen. Wenn ich also mit Schlagblättchen spiele, habe ich das Blättchen so. Also zwischen Daumen und Zeigefinger. Also ich lege das hier drauf, dann Daumen drauf und so habe ich das dann auch gemacht, dass ich dann das Blättchen ganz normal in die Hand nehme, diesen Daumenring dann drunter geschoben habe, damit ich genau, wenn ich das dann wieder verklebt, genau die gleiche Position habe und das gleiche Spielgefühl wie beim normalen Blättchen. So, ich zeige euch mal, wie das geht. Wir verwenden dabei zwei Komponentenkleber. Also früher habe ich immer häufig Superkleber genommen, aber das ist dann meistens wieder auseinandergegangen. Also das heißt, wir nehmen jetzt einfach zwei Komponentenkleber, so einen kleinen Tropfen mit Härter und Binder. Also das ist eben deswegen zwei Komponenten. Vermischen das schön. Dann jetzt immer so ein Mischbeitel oder wie man dazu sagt. Schön vermischen. So, wenn das dann fertig ist, dann setzen wir den Ring auf. Ich schneide den meistens dann noch ein Stückchen ab, dass dann die Auflagefläche bzw. nicht die Gefahr besteht, dass der dann später irgendwo beim Spiel irgendwo mit an der Seite klemmt. Das schaut dann so aus. Das ist praktisch genau mit dem Daumen abschließt. So, und jetzt schieben wir dieses Blättchen, also das Blättchen zuerst, das habe ich hier drum gemacht, und dann den Ring drauf. Also das Blättchen ganz normal nehmen, den Ring drauf. Dann einfach eine Markierung machen, dass man weiß, aha, da muss das Blättchen hin. Also ich schließe zum Beispiel hier genau ab. So. Dann kommt diese Klebergeschichte drauf. Muss ich halt ungefähr merken, wo das war. So. Jetzt kommt der Daumenring drauf. Und wird verklebt. Muss natürlich schauen, dass er genau so, wie man es vorher angezeichnet hat, auch drauf ist. So schaut es dann aus. Dann warten wir ungefähr so 2, 3 Minuten, bis 5 Minuten steht drauf auf dem Teil. Jetzt sollte man vielleicht noch die Ränder ein bisschen einkleben, sozusagen. Das kann man hinterher dann auch wieder noch ein bisschen abmachen, damit man nicht so viel Kleber dann zum Abschleifen hat. So, und jetzt lassen wir das Ding mal ruhen. Reste bei den Fingern natürlich abputzen. Eventuell auch gleich bei dem Blättchen dann die Reste abputzen, damit man es dann später nicht wegschleifen muss. So, nochmal kontrollieren, ob das mit dem Strich übereinstimmt. So, okay. So. Und jetzt zeige ich euch mit dem fertigen Ring, was man da alles machen kann. Und zwar habe ich praktisch, ich bin ja E-Gitarrist und komme von der E-Gitarre, also das heißt vom Schlagblättchen. Und bei der klassischen Gitarre bzw. beim Flamenco ist es halt nur mit sehr, sehr großem Zeitaufwand möglich, die Geschwindigkeit zu erreichen, die, sagen wir mal so, Größen wie Paco de Lucía zum Beispiel drauf haben. Also so schnell kann ich es natürlich noch nicht. Aber
zumindest ist die Möglichkeit, die Option nach oben relativ gut. So, jetzt schauen wir mal hier runter. So, jetzt rein. Also das Blättchen liegt jetzt ganz normal zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das war jetzt ein improvisierter Lauf. Ihr könnt quasi immer mit dem Blättchen arbeiten und sofort in das Zupfen reingehen. Weil ich habe vorher auch versucht, mit dem Blättchen diese Geschichten zu machen. Der Nachteil ist ja, dass natürlich, dass der Zeigefinger und der Daumen immer quasi zusammen sein müssen, logisch, mindestens die zwei Finger, und dadurch ist der Zeigefinger nicht frei. Durch diese Technik haben wir praktisch den, es schaut also ein bisschen komisch aus, wenn das einfach so im luftleeren Raum hängt, das Blättchen, haben wir also immer die Möglichkeit, die Spieltechnik zu kombinieren. Das heißt also fast ohne Einschränkungen, also selbst Rasguardos, also zumindest die Daumenrasguardos, gehen also ganz ordentlich. Das erkläre ich dann noch bei einer anderen Gelegenheit. Jetzt zeige ich euch mal zum Beispiel ein kleines Intro. So, jetzt bin ich praktisch aus dem Lauf in diese Fingerspiel, Apoyando angelegt, Wechselschlag, Technik rein. Dadurch, wenn der also, wenn der die hintereinander hört, die zwei Sachen, dann merkt man eigentlich fast keinen Unterschied. Also ich habe das auch schon mal aufgenommen. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das heißt Tarantella del Vento. Das ist auf YouTube unter Minestrello, beziehungsweise Tarantella del Vento Minestrello. Und da habe ich dieses Intro eingespielt mit dem Spezialblättchen hier und der Zupftechnik. Das heißt, mir kann also praktisch ständig wechseln. Und hat also alle Möglichkeiten quasi, fast alle Möglichkeiten, also Finger. Fingerrasguardo ist ein bisschen schwierig, weil natürlich zum Auflegen beim Daumen dieses Black im Weg ist. Aber selbst da gibt es also, so mal mit der alten traditionellen Spielweise, dass die Finger quasi am Handbein hinten aufliegen, die Möglichkeit, diese Fingerrasguardos zu machen. Was schwierig ist, ist natürlich Klopfen. Das heißt also natürlich, ohne Loch reinzuhauen in die Decke, kann man also Daumen, Tambora und solche Geschichten natürlich nur schwer machen. Aber zum Beispiel Klopfen, kein Problem, mit Golpe, also weil der Zeigefinger frei ist, und Golpe und Daumen natürlich auch kein Problem. Und dann wieder vier Finger, vier Elemente Rasguardo oder das Triple Rasguardo mit Daumen. Wobei also mit dem Daumen Abschlag, dann muss man aufpassen, da muss man schön weit reindrehen, dass man also nicht mit dem Blättchen dann drankommt, sondern mit entsprechend langen Flamenco-Daumennadeln. Also das heißt, was ja eigentlich diese Technik, die man aus dem Flamenco kennt, entgegenkommt. Man dreht ja bei dem Triple Rasguardo sowieso. Und das muss man natürlich hier jetzt noch besonders beachten. Ja, okay. Also, ich hoffe, das hat euch interessiert. Ich denke, jetzt wird schon einigermaßen fest jetzt. Alle. So schaut jetzt das neue Pleck aus. Man muss es natürlich noch ein bisschen reinigen und ein bisschen nachschleifen. Also, seht, das ist fast identisch. Und mit ein paar wenigen Handgriffen ist es konstruiert. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gern unter werner@musikstudiothoma.de bei mir rühren. Wir können auch gern Unterricht per Skype machen, also Online-Lessons. Und ich kann euch dann diese spezielle Technik eben zeigen, speziell für, sagen wir mal, Rockgitarristen, die auch gerne mal ein bisschen Flamenco machen möchten, oder halt eben diese Blättchentechnik, diese von der E-Gitarre da umsetzen möchten. Man kann ja im Grunde genommen auch zum Beispiel, wenn ich also normale Schlagtechnik nehmen würde,
klassisch aus dem Funk, Reggae oder sonst was, ist es genauso möglich, weil man ja sofort das Blättchen in der normalen Position zur Verfügung hat. Und natürlich die Finger genauso. Also das heißt, eigentlich, das ist also, ich habe da jahrelang danach gesucht, nach dieser Möglichkeit, weil ich ja eben, wie gesagt, von der E-Gitarre komme, das zu kombinieren. Und ja, also ich bin hochzufrieden mit der Methode. Und habe auch noch jetzt ein Video von dem Intro dieser Tarantella, die ich gerade vorhin eingangs erzählt habe, Tarantella del Vento, die habe ich jetzt auch mal mit Video kurz eingespielt. Die könnt ihr euch dann anschließend anschauen. Gut, alles klar. Viel Spaß beim Üben weiterhin. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch über mir rührt. Traut euch ruhig, werner@musikstudiothoma.de oder geht auf meine Homepage www.online-guitar-lessons.de. Ich habe auch eine Seite auf Facebook, Gitarre lernen online. Kein Problem, also ihr könnt auf jeden Fall Kontakt aufnehmen, wenn ihr Interesse habt. Würde mich freuen. In diesem Sinne, tschüss.